Der Schriftsteller Leon Feuchtwanger wurde in München geboren und zog 1925 nach Berlin. 1932 kaufte er diese Villa am Grunewald. Als Hitler an die Macht kam, war Feuchtwanger gerade auf einer Vortragsreise in den USA. Von dort kehrte er nicht mehr nach Deutschland zurück. Als Jude und bekannter politischer Gegner der Nationalsozialisten war das zu gefährlich. Zusammen mit seiner Frau Martha lebte er zuerst in Frankreich. 1941 flohen sie weiter in die USA. Feuchtwanger wurde zu einem der wichtigsten und erfolgreichsten Vertreter der deutschen Exilliteratur. Wir hören einen Auszug aus Erfolg, dem ersten Teil seiner Wartesaal-Trilogie, einem Schlüsselroman. Es geht um die politische Atmosphäre in München zu Beginn der 20er Jahre und den Aufstieg der Nazis. Rupert Kutzner und seine Partei der wahrhaft Deutschen sind unschwer als Hitler und die NSDAP zu erkennen. Erfolg und Feuchtwangers Bestseller Jud Süß wurden im Mai 1933 öffentlich verbrannt. Der Rauch wurde dicker, Schweiß und Hitze stärker, die grauen Tonkrüge undeutlicher, die runden Schädel röter. Der Altmöbelhändler Lechner zog immer heftiger sein gewürfeltes Taschentuch. Endlich hielt, begleitet von den Fahnen, unter ungeheurem Jubel, Rupert Kutzner seinen Einzug, den sorglich geschalteten Kopf gereckt, marschierend zu der dröhnenden Blechmusik. Er sprach von dem Schmachfrieden von Versailles, von den frechen Advokatentricks des Franzosen Poincaré, von internationaler Verschwörung, von Freimaurern und Talmud. Was er sagte, war nicht unbekannt, aber es wirkte neu durch die Urwüchsigkeit des Dialekts, durch die Kraft des Vortrags. Voll Bewunderung dann und Ehrfurcht in der Stimme sprach er von dem italienischen Führer Mussolini, wie der sich kühn der Stadt Rom und der Apenninenhalbinsel bemächtigt hatte. Seine Tatkraft, rief er, solle auch den Bayern leuchtendes Vorbild sein, und er verhöhnte die Reichsregierung, prophezeite den Marsch auf Berlin. Malte aus, wie die verrottete Stadt den wahrhaft Deutschen in die Hände fallen werde, ohne Schwertstreich, sich schon beim Anblick der heranziehenden echten Söhne des Volkes die Hosen bekleckernd. Es war lautlos still, während er von dem Marsch auf Berlin sprach. Alle warteten, dass er einen bestimmten Tag verkünden werde. Cajetan Lechner hielt mitten im Schneuzen inne, um nicht zu stören. Allein der Führer drückte sich nicht grob und klar wie die Kursnotiz des Dollars. Er sagte es poetisch. Noch vor der Baumblüte, rief er, auf die Fahnen mit dem exotischen Emblem weisend, werden diese Fahnen sich bewähren. Noch vor der Baumblüte. Das war eine Verheißung, die sich den Menschen ins Herz grub. Die Leute lauschten benommen, glücklich. Der prächtige Schall Rupert Kutzners, seine bewegte Mimik riss sie mit. Sie vergaßen, dass ihre paar Wertpapiere wertlos waren, die Versorgung ihres Alters gefährdet. Wie dieser Mann es verstand, ihren Träumen Worte zu geben, wie seine Hände groß durch die Luft fegten, gewaltig aufs Pult schlugen, sich markig reckten, wohl auch ironisch Bewegungen imitierten, mit denen die schlichteren Witzblätter jener Zeit Juden charakterisierten. Glückselig hingen sie an seinen Gesten, zwangen, wenn sie die Maßkrüge auf den Tisch setzten, die schweren Finger zu besonderer Behutsamkeit, damit nicht das Geräusch eines der köstlichen Worte übertönte. Manchmal hob der Führer die Stimme, etwas, die Zuhörer merkten, jetzt sei es an der Zeit zu klatschen. Die Pause des trommelnden Applauses, dann benutzte er, den Schweiß von der Stirn zu wischen, den Bierkrug, auch das mit großer Geste zu ergreifen, tief zu trinken. Einmal sprach er von dieser traurigen Berliner Regierung, die gegen die berechtigte Empörung des Volkes keine andere Waffe habe als ein Ausnahmegesetz. Wir wahrhaft Deutschen, rief er, wenn wir an der Macht wären, wir brauchten kein Ausnahmegesetz. Was würdet denn ihr tun? Rief eine wohlklingende, sonore Stimme dazwischen. Rupert Kutzner schwieg einen Augenblick. Dann, in den lautlos gespannten Saal hinein, leise mit einem träumerischen Lächeln, sagte er, wir würden unsere Gegner legal hängen lassen. Es machten aber die wahrhaft Deutschen 4% der Bevölkerung aus, 34% waren neutral, die Gegner waren 62%.
Alle im Saal lächelten jetzt, das gleiche, nachdenkliche Lächeln wie der Führer. Sie sahen ihre Gegner am Galgen hängen oder an Bäumen mit blauen, vorquellenden Zungen. Der Lechner sah den Galizier hängen, den Käufer des Gelben Hauses, die Frau Hautsedener, die beiden Reisenden mit dem Staubsauger, die beiden Reisenden, die Frau Hautsedener. Und alle tranken tief und befriedigt aus den großen, blauen Krügen. Und Rupert Kürzner schmetterte seine Rede weiter. Rauch und Hitze fochten ihn nicht an. Seine Lunge hielt durch. Sie war zuverlässig wie eine Maschine. Das kostbarste Gut der Partei, der Führer, betreute sie sehr. Bei jeder seiner Reden musste Konrad Stolzing zugegen sein, der Hofschauspieler. Vor 30 Jahren hatte der als Romeo eine Figur des Bühnendichters Shakespeare, als Ferdinand von Walter eine Figur des Bühnendichters Schillers, die Münchner begeistert. Vor 15 Jahren war er ins Charakterfach übergegangen, jetzt widmet er sich nur mehr der künstlerischen Ausbildung des Nachwuchses. Ein glücklicher Stern hatte den Staatsmann Kutzner und den Künstler Stolzing zusammengeführt. Hatte nicht auch 120 Jahre vorher ein berühmter französischer Führer mit einem Bühnenkünstler zusammengearbeitet, mit einem gewissen Talma? Konrad Stolzing widmete sich seinen großen Schüler mit Hingebung. Lehrte ihn, wie man durch einen menschenvollen Saal geht, unbewegten Gesichts, unbefangen, unberührt von den tausend Blicken, wie man würdig schreitet, mit den Zehen zuerst, nicht mit der Ferse auftreten. Brachte ihm bei, wie man mit dem Atem haushält, wie man durch das Rollen des Buchstaben R die Aussprache deutlich macht und erwies ihn in der Kunst, Schönheit und Würde des Auftretens zu erzielen. Aufblühte der alte Mann an der Begabung und dem treuen Fleiß des Schülers. Täglich, trotz aller Überlastung, übte der mit dem Schauspieler. Schon konnte der Führer 8 Stunden hintereinander sprechen, ohne zu erlahmen, ohne Verstoß gegen die Grundrezepte. Der Alte mit dem eindrucksvollen Römerkopf saß in jedem Vortrag des Führers, kontrollierte Atemführung, Aussprache des R, kontrollierte Schreiten, Trinken, Sprechen des Führers, ob es Schönheit und Würde habe. Er fand an seinem Schüler nichts auszusetzen. Klar, trotz des Rauschs schmetterte Kutzners Stimme, alles klappte, alles kam. Der Schauspieler war der Mann gewesen, der zwischengerufen hatte, wie denn die wahrhaft Deutschen ihre Gegner erledigen würden. Er hatte die Antwort mit Kutzner studiert, die wirkungsvolle Pause, das nachdenkliche Lächeln. So hatte er gelächelt vor 25 Jahren in der Rolle des Prinzen Hamlet von Dänemark, einer Figur des Bühnendichters Shakespeare. Das Lächeln kam, es wirkte ganz wie vor 25 Jahren. Der Führer hielt seine Rede noch in 3 anderen großen Biersälen, im Spätbräukeller, im Münchner Kindelkeller, im Arzberger Keller. 3-mal noch marschierte er, prunkvoll geleitet von seinem Stoßtrupp durch Bierdunst und Geschrei. 3-mal noch tat der Schauspieler seinen Zwischenruf und lächelte Rupert Kutzner, wie Hamlet Stolzing gelächelt hatte auf der Bühne des Münchner Hoftheaters. 3-mal noch, während er auf die Fahnen mit dem Hakenkreuz wies, prophezeite er, man werde nach Berlin marschieren, noch vor der Baumblüte. Noch vor der Baumblüte scholl es 12.000 Münchner treuend, lieblich, verlockend in die Ohren. Noch vor der Baumblüte grub es sich 12.000 Münchnern ins Herz.